Endlich habe ich sie bei uns hier entdeckt, Gottesanbeterinnen. Aufnahmen von diesen faszinierenden Insekten und Infos dazu in meinem heutigen Video und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal Faszination Natur. Hier seht ihr auf einer Streuobstwiese bei uns in Südhessen ein Männchen, ein braun gefärbtes Männchen. Die Männchen sind ja kleiner als die Weibchen. Die Männchen werden bis zu 60 mm lang, die Weibchen bis zu 75 mm. Ursprünglich stammt dieses Insekt aus Afrika und von dort haben sich diese Tiere in den letzten Jahren von Süden nach Norden ausgebreitet, über Südeuropa zu uns hinweg. Und in Deutschland kam dieses Insekt, was ja auch 2017 zum Insekt des Jahres gekürt wurde, ursprünglich nur in Wärmeinseln wie zum Beispiel dem Kaiserstuhl bei Freiburg vor. Man hat durch eine Studie der Universität Mainz in den Jahren 2011 bis 2014 herausfinden können, dass es sich um zwei stabile Populationen inzwischen handelt, im Westen in den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen und Saarland und im Osten in Berlin, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Dieser Studie zufolge ist die westliche Population ursprünglich aus Frankreich eingewandert und die östliche Population aus Tschechien und Zentraleuropa, vermutlich über das Elbetal. Die Bindung an Wärmegebiete ist bedingt durch ein im Frühjahr notwendiges Beuteangebot für die Larven. Die Eier dagegen können in vielen Gebieten auch in sogar Minustemperaturen bis zu minus 40 Grad Celsius überwintern und diese Zeit überstehen, damit dann im nächsten Jahr an die Larven schlüpfen können. Hier sieht man jetzt das Weibchen, deutlich größer wie gesagt, ein grünes Exemplar, perfekt getarnt. Es versucht hier etwas emporzuklettern. Man sieht die Unterseite, Kopf und die großen Fangarme und durch langsames Gehen und Klettern pirscht sich ja dieses Insekt an die Beute ran. Meistens ist das ein kleines Insekt, es können aber auch Wirbeltiere mal sein, ein kleiner Frosch oder eine Eidechse oder ein Mäuschen, und sobald das Beutetier in der Reichweite ist, wird es mit den großen Facettenaugen fixiert und die beiden dornenbewehrten Fangbeine schnellen auf das Beutetier zu. Und es ist so schnell, dass man es mit dem bloßen Auge gar nicht sehen kann, dieses Zuschlagen. Es dauert nämlich nur 50 bis 60 Millisekunden, also etwa 6-mal schneller als ein Lidschlag des menschlichen Auges. Wie gesagt, aus der Nähe sehr schön zu sehen hier, aber natürlich perfekt getarnt. Grün wie das umgebende Gras mit leichten hellbraunen Zeichnungen, genauso wie bei dem umgebenden Gras. Es gibt wie gesagt braune und grüne Tiere, sowohl bei den Männchen als auch bei den Weibchen. In dem Fall hier rechts das Männchen braun, es pirscht sich jetzt sozusagen gerade an das Weibchen. Und vermutlich wissen es die meisten von euch, die Paarung jetzt ist runtergefahren. Die Paarung endet manchmal auch tödlich für die Männchen. Nicht in jedem Fall, aber in vielen Fällen wird dann das Männchen geköpft von dem Weibchen, nachdem es sozusagen seiner Bestimmung, nämlich der Begattung, nachgekommen ist. Die europäische Gottesanbeterin Mantis religiosa ist die einzige in Mitteleuropa vorkommende Vertreterin der Ordnung der Fangschnecken. Ihr habt gesehen, ein großer Geschlechtsdimorphismus zwischen Männchen und Weibchen, die Männchen viel kleiner, die Weibchen viel größer. Wie gesagt, nennt man Geschlechtsdimorphismus, also unterschiedliche Gestaltung der beiden Geschlechter. Ich hoffe, euch hat das Video und die Infos zu den Gottesanbetern gefallen und ihr seid auch bei den nächsten Videos dabei. Abonniert mich gerne, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.